Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute testen wir die aktuell beliebteste Philips Heißluftfritteuse auf dem Markt, und zwar keine geringere als die Series 5000 mit 7,2 Litern Fassungsvermögen und on top noch Wi-Fi Connect. Aktuell kostet die Fritteuse hier nur noch 179 Euro, also fast 100 Euro günstiger als die Standard Philips XXL Version. Ihr solltet aber hierbei beachten, dass der Preis natürlich variabel ist. Letzten Monat hat die hier noch 199 gekostet und davor sogar noch 229. Den aktuellen Preis fand ich aber so attraktiv, dass ich mir die Fritteuse sofort geholt habe und das Ganze mit euch hier austesten will. Falls ihr wissen wollt, ob sich ein Kauf lohnt und warum genau diese Version aktuell die meistverkaufteste ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Den Produktlink findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, und ich würde sagen, wir haben genug geredet und packen das gute Ding mal aus. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder, und wie ihr sehen könnt, ist im Lieferumfang nicht wirklich viel enthalten. Wir haben hier ganz klassisch die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und einen Flyer für die Nutri-App, auf die ich dann gleich nochmal etwas genauer darauf zurückkomme. Falls ihr euch noch zusätzlich Zubehör wünscht, müsst ihr das leider separat kaufen. Ich verlinke euch da mal noch ein bisschen was in der Videobeschreibung. Also falls einige von euch jetzt mit dem Airfryer beispielsweise backen oder grillen wollen, müsst ihr leider noch mal etwas nachkaufen. Aber wie gesagt, ich verlinke euch da ein bisschen was, schaut da gerne mal rein. Jetzt aber noch mal einige Worte zur Nutri-App. Ihr könnt ganz einfach den vorgegebenen Code auf dem Flyer scannen und gelangt dann direkt mit eurem Smartphone auf der Nutri-App und habt da nochmal wirklich sehr, sehr viele Rezepte, sowohl von Philips als auch von anderen Usern selbst geschrieben. Und das Coole an der App ist, dass die genau auf die Fritteuse ausgelegt ist. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel beispielsweise jetzt die Fritteuse auswählen, habt dann wirklich einige Rezepte zur Auswahl exakt für diese Fritteuse. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Lass uns doch mal kurz über die technischen Daten sprechen. Die fand ich in diesem Fall recht spannend. Wir haben hier genau 2000 Watt, also 225 Watt weniger als wie bei der Vorgängerversion. Ich denke jetzt nicht, dass es einen großartigen Unterschied darstellen wird, aber falls doch, wird sich das in Praxis das zeigen. Das Füllvolumen ist nur 0,1 Liter geringer mit insgesamt 7,2 Litern statt 7,3 Litern. Also Platz für 1,4 Kilogramm Gargut ist auf jeden Fall vorhanden. Bei den Abmessungen hat sich auch etwas getan. Sowohl Höhe als auch Breite und Tiefe sind um ganze 2 cm kompakter geworden. In der Küche wird das auf jeden Fall einen Unterschied machen. Dann kommen wir mal zum Design und der Verarbeitung. Bei diesem Kaufpreis finde ich das Optische persönlich schon wichtig, und da muss sich Philips aber auch definitiv nicht verstecken. Mir gefällt das Design hier sogar besser als wie beim Vorgänger. Es ist nicht mehr glänzend, sondern matt gehalten, und damit ist es auch viel griffiger. Das bringt auch mit sich, dass Fingerabdrücke und Kratzer nicht mehr ständig zu sehen sind. Darüber hinaus ist die Philips wirklich top verarbeitet. Spaltmaße, wie ihr sehen könnt, sind hier absolut gar kein Problem. Also die Verarbeitung ist wirklich 1A mit Sternchen. Ich blende euch da nochmal ein genaues Video ein. Also es sieht wirklich alles top verarbeitet aus. Hinten bei der Philips haben wir quasi auch nochmal so ein Kabelfach, damit man das Kabel einfach einrollen kann. Ich zeige euch das gerne nochmal in die Kamera. Also es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Wir können uns das Kabel hier einfach nehmen und rollen das dann einfach hier rum, ne? Und dann können wir die Philips ganz einfach transportieren. Also das ist wirklich meiner Meinung nach sehr praktisch. Abgesehen vom Kabelfach haben wir auch noch Anti-Rutschfüße. Also wie ihr seht, ich übe hier ein bisschen Druck aus und die Philips bewegt sich kein Stück. Also sie steht auch sicher in der Küche. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Es ist wirklich jetzt Kritik auf hohem Niveau, aber leider muss man sagen, dass das Kabel sehr, sehr kurz gehalten ist. Also es wäre schon wirklich praktisch, wenn es etwas länger gewesen wäre. Aber man kann natürlich nicht alles haben, ne? Bei der Bedienung hat sich einiges getan. Zum einen wurde das Quick-Control-Rädchen komplett abgeschafft und mit einem Touch-Display ersetzt. Das wirkt auf der einen Seite nochmal um einiges hochwertiger und auf der anderen Seite ist es natürlich nochmal um einiges praktischer. Denn bei der XXL musste man damals mit dem Rädchen die Automatikprogramme alle einzelnen durchgehen, und dann mit Klick auf dem Rädchen konnte man das Automatikprogramm erst auswählen. Hier ist es jetzt viel simpler. Hier können wir, wie ihr seht, die Automatikprogramme einfach mit Touch bedienen und diese werden dann sofort ausgewählt. Die Philips reagiert da auch wirklich sehr, sehr zuverlässig und es ist hier wirklich sehr, sehr simpel. Bei der Philips XL haben wir bereits ein ähnliches Display gehabt, aber da sind die Automatikprogramme ebenfalls nicht sofort auswählbar gewesen. Man musste quasi über einen separaten Button die Automatikprogramme einzeln durchgehen. Da muss man definitiv sagen, hat die Philips hier nochmal ein riesen Upgrade geliefert. Man kann hier, wie bereits erwähnt, die Automatikprogramme auswählen, dann kann man natürlich die Temperatur auch noch separat auswählen, sowie die Zeit. Das Ganze geht hier bis 200 Grad, also höher geht das Ganze nicht. Und dann drückt man hier ganz simpel auf den Startbutton und dann geht das Ganze auch schon los. Und da reagiert die Philips, wie gesagt, auch sehr, sehr zuverlässig. Das einzige Manko, was man vielleicht erwähnen könnte, ist, wie ihr sehen könnt, wird die Zeit und die Temperatur immer abwechselnd angezeigt. Das ist dann vielleicht leicht nervig, da müsste man vielleicht mal 3-4 Sekunden länger drauf gucken, wenn man wissen will, wie lange das Gericht noch braucht.
Aber ansonsten ist da hier wirklich nichts zu bemängeln. Das ist wirklich qualitativ ein sehr, sehr großes Upgrade. Wie bereits erwähnt, haben wir auch die Philips mit der WLAN-Funktion. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze einmal zusammen durch. Ihr müsst einmal den QR-Code auf dem Flyer oder auf der Fritteuse hier vorne scannen und gelangt damit dann auf die Nutri-App. Die ladet ihr ganz einfach im App Store oder im Google Play Store runter und könnt euch dann da registrieren. Das macht ihr dann auch einmal und dann solltet ihr Zugriff auf die Geräteverwaltung haben. Ich blende euch das Ganze hier auch einmal vorne ein. Ihr drückt dann hier unten einfach auf Geräte hinzufügen und ich würde sagen, wir gehen das jetzt einfach alles einmal zusammen durch. Wir wählen dann hier einmal unseren Airfryer. In diesem Fall haben wir ja den Airfryer 5000XXL und drücken dann hier den Airfryer konfigurieren. Und jetzt wird uns quasi eine Anleitung gegeben, wie wir das Ganze dann verbinden. Wir drücken jetzt hier einmal auf den Time-Button. Und dann sehen wir hier, dass das WLAN-Symbol leuchtet. Jetzt können wir auf der App quasi bestätigen, ja, das WLAN-Symbol blinkt. Und drücken dann auf Weiter. Drücken hier wieder auf Weiter. Können einmal das mit dem Standort erlauben. Erlauben das Verbinden. Das dauert dann jetzt kurz einmal einige Sekunden. So. Jetzt müssen wir die Kopplung einmal bestätigen, indem wir hier auf den Temperatur-Weniger-Button einmal drücken. So, jetzt sagt er uns, wir sollen fortfahren, wenn die Temperatur-Absenktaste dauerhaft leuchtet. Das tut sie in unserem Fall. Bestätigen das Ganze einmal, drücken auf Paaren. Dann dauert das nochmal ein paar Sekunden und wir wählen dann unser Netzwerk einmal aus. Geben dann hier einmal das Passwort ein. Das mache ich dann auch einmal kurz. Wenn ihr euer Passwort erfolgreich eingegeben habt, dann solltet ihr die Benachrichtigung bekommen, dass der Airfryer mit dem Smartphone erfolgreich gekoppelt wurde und habt dann in der Geräteverwaltung euren Airfryer drin stehen. Da könnt ihr dann ganz einfach draufdrücken und dann sehen wir schon, wir haben hier die ganzen Automatikprogramme mit den vorgegebenen Zeiten, mit den vorgegebenen Temperaturen, die wir dann manuell auch nochmal verändern können. Und wir haben hier auch noch eine Warmhaltefunktion. Genauso können wir auch manuell die Zeit und die Temperatur auswählen. Man muss jetzt natürlich sagen, braucht man das unbedingt? Nein, aber ich würde sagen, es ist relativ entspannt, wenn man gerade auf dem Sofa sitzt und irgendwie was in der Fritteuse hat, vielleicht noch warm halten möchte, vielleicht 10 Minuten länger drin lassen möchte, ist es schon wirklich eine nette Spielerei, definitiv. Jetzt kommen wir erstmal zum Herzstück der heißen Fritteuse, und zwar dem Garkorb. Das Ganze besteht aus einem zweiteiligen Garkorbsystem und hat schon ein wirklich sehr großes Volumen. Erst einmal der Vorteil bei einem zweiteiligen Garkorbsystem, beziehungsweise die Vorteile sind, erst einmal die vereinfachte Reinigung und die verbesserte Luftzirkulation. Man muss hier sagen, wenn man das Ganze einmal aufmacht, und das geht auch wirklich sehr, sehr leicht von der Hand, also es lässt sich sehr leicht rausnehmen und sehr leicht reinstecken, also wirklich verarbeitungstechnisch ist das hier alles sehr, sehr top und erste Sahne. Und man merkt sofort, wie qualitativ das Ganze hier ist. Wenn man zum Beispiel den Garkorb rausholen möchte, man sieht bei vielen anderen Anbietern, wenn man hier das Gläschen wegschiebt, dass es sehr wackelig ist. Hier gar nicht, also wirklich super verarbeitet. Drückt dann hier drauf und zieht das Ganze hier einfach raus. Der Vorteil hier bei der Philips ist, dass wir hier die sogenannte Rapid-Air-Technologie haben. Die Vorgängerversion hatte das auch, da ist eigentlich nichts Neues, aber ich erkläre euch das Ganze nochmal kurz. Hier unten, wie ihr sehen könnt, ist eine Seesternform. Die heiße Luft wird hier einmal reingeblasen und dank dieser Form nach oben aufgewirbelt. Dadurch soll gegeben sein, dass der gesamte Garkorb gleichmäßig und intensiv beheizt wird. Also man sieht hier, man hat allerlei Vorteile gegeben bei der Philips Series 5000. Aber was mich jetzt wirklich hier nochmal überrascht hat, wie gut das Ganze hier eigentlich verarbeitet ist. Also ne, wenn ich mir das Ganze hier mal anschaue, wie leicht das alles von der Hand geht und wie absolut nicht wackelig das ist. Und wie schön sich das alles auch anfühlt. Ne? Das ist verarbeitungstechnisch wirklich 1A und das hat mich jetzt auch nochmal wirklich überrascht. Also wirklich, was jetzt die Verarbeitung hier angeht, 5 von 5 Sternen. Das Garkorb-System an sich auch wirklich super. Also das hat mich hier wirklich sehr stark überzeugt. Kommen wir doch nun zum wichtigsten Teil, und zwar dem Praxistest. Ich habe uns hier einmal die klassischen Pommes und einmal die Chicken Wings vorbereitet und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wie die Philips hierbei abschneidet. Ich würde sagen, wir fangen hier ganz einfach mal mit den klassischen Pommes an und gehen dann rüber zu den Chicken Wings. Ich habe jetzt mal eine mittlere Portion Pommes vorbereitet. Ich zeige euch das Ganze hier mal in die Kamera. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal hier rein. Drücken dann hier einmal auf den Startbutton, wählen hier das Pommes-Programm aus. Sehen hier 180 Grad bei 35 Minuten. Man muss hier nochmal erwähnen, dass die 35 Minuten darauf basiert sind, dass der Garkorb komplett gefüllt ist. Da wir das jetzt nur
Da wir hier quasi nur 300 bis 400 Gramm gefüllt haben, sollten wir die Zeit natürlich etwas runterschrauben. Ich würde sagen, 20 Minuten sollten in unserem Fall reichen. Drücken hier dann auf Start. Das Ganze geht dann auch sofort los und ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit einem kleinen Zwischenergebnis der Hitzeentwicklung und der Geräuschentwicklung wieder. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Gaszeit angekommen und ich würde sagen, wir gucken uns einmal die Hitzeentwicklung sowie die Geräuschentwicklung an. Was die Geräuschentwicklung angeht, zeige ich das gerne einmal in die Kamera. Also wie ihr sehen könnt, bewegen wir uns hier in etwa bei 65 Dezibel. Und man muss da sagen, es ist definitiv kein Störfaktor in der Wohnung, es ist relativ leise. Also es ist, was das angeht, gar kein Problem. Was die Hitzeentwicklung angeht, muss man sagen, ist auch nirgendwo gefährlich heiß. Also es ist vielleicht ein bisschen lauwarm, was ja komplett normal ist, aber wirklich gefährlich heiß ist es nicht. Nur beim Lüfter hinten muss man ein bisschen aufpassen. Da wird es natürlich ein bisschen wärmer, also da vielleicht nicht direkt die Hand dran halten. Genau, ansonsten können wir uns auch gerne einmal das Zwischenergebnis angucken. Die Pommes sehen schon ganz gut gegart aus. Ich schüttel das Ganze einmal durch, das empfiehlt der Hersteller auch. Und dann packen wir das Ganze wieder rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich mit dem Ergebnis wieder. Bis gleich. Da bin ich jetzt auch schon wieder mit dem Ergebnis und wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze schon mal auf den Teller für euch gepackt. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht das hier wirklich sehr, sehr schön aus. Die Pommes sind goldbraun geworden, sehen sehr, sehr, sehr gleichmäßig gegart aus. Und ich würde sagen, wenn der Geschmackstest jetzt auch noch genauso überzeugt, wie sie aussehen, dann kann man hier wirklich nur von einem Gewinn sprechen. Ich würde sagen, wir probieren mal hier eine. Wie ihr vielleicht schon hören konntet, man hatte dieses leicht knackige mit dabei, nicht zu knackig, also wirklich schön leicht knusprig. Innen schmecken sie schön kartoffelig, schön weich, außen schön knusprig. Also genauso möchte ich meine Pommes haben. Also hier haben wir ein Top-Ergebnis und ich kann wirklich sagen, das kann man wirklich mit der Philips XXL, mit der Vorgängerversion vergleichen. Also von beiden Seiten wirklich ein Top-Ergebnis und die Nachgängerversion lässt sich da definitiv nichts schenken. Also echt super Ergebnis. Ich würde sagen, wir machen auch direkt mal mit den Chicken Wings weiter. Ich habe euch hier einige schon mal vorbereitet, in etwa 5 Stück. Man muss hier sagen, vom Volumen hier ist wirklich einiges an Platz vorhanden. Also es sollten hier wie bei der Vorgängerversion 15 bis 16 Stück ohne Probleme reinpassen. Also da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Ich habe jetzt leider nicht so viele Leute hier, dass ich das Ganze essen könnte. Deswegen sollten wir uns erstmal mit 5 zufrieden geben. Wir drücken dann hier erstmal ganz einfach aufs Hähnchenprogramm, kriegen dann 180 Grad bei 28 Minuten angezeigt. Das ist dann aber ein bisschen zu viel, würde ich sagen, da wir das Ganze nicht gefüllt haben. Ich würde sagen, hier sollten so 15 bis 17 Minuten ausreichen. Machen wir mal 17 Minuten und dann würde ich sagen, drücke mich auf den Start-Button und dann sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis wieder. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder mit dem Ergebnis der Chicken Wings und ich zeige euch das Ganze mal in die Kamera. Und ich muss sagen, das sieht auch alles wieder wunderbar aus. Ich zeige euch auch mal ein bisschen näher eine, ganz schön heiß. Also man muss sagen, die sind sehr, sehr schön gleichmäßig. Keine abgebrannte Stelle oder irgendwie zu dunkel. Es ist wirklich alles sehr schön gleichmäßig geworden. Da muss man sagen, hat die Luftzirkulation wirklich eine super Arbeit geleistet. Das ist alles wirklich sehr, sehr gleichmäßig. Ich würde sagen, ich beiße mal in eine rein und schaue mal, ob sie denn auch innen schön weich sind. Und man muss definitiv sagen, die sind innen sehr, sehr schön saftig und weich. Da kommt wirklich der Fleischgeschmack sehr schön raus und wirklich dieses Weiche auch. Und außen leicht knusprig wieder. Also wirklich hier auch ein Top-Ergebnis. Ich weiß auch nicht, wie Philips das die ganze Zeit macht, dass es wirklich außen super knusprig wird. Oder halt gerade perfekt knusprig und innen super schön weich. Also hier kann ich auch wieder nur Lob aussprechen und Pommes, Chicken Wings haben überzeugt. So, jetzt kommen wir doch mal zur Reinigung. Also, der Korb ist auf jeden Fall spülmaschinenfest. Das ist schon mal positiv. Zusätzlich haben wir hier noch einen Seesternboden, den wir zum Teil abnehmen können. Und das Ganze ist on top auch noch anti-Haft beschichtet. Wenn ihr jetzt 3 Frittiervorgänge hintereinander hattet wie ich, wird das natürlich nicht einfach mit einem Tuch erledigt sein. Da müsst ihr den Frittierkorb im besten Fall einmal in die Spülmaschine packen oder mit der Hand im warmen Wasser mit Spülmittel reinigen. Um euch einiges an Arbeit zu ersparen, empfehle ich euch auf jeden Fall, Backpapier für Airfryer zu verwenden. Das mache ich selber privat auch und das erspart einfach eine Unmenge an Reinigungsarbeit, ist viel praktischer. Die Luftzirkulation wird jetzt nicht wirklich großartig dadurch beeinflusst und es bringt eigentlich nur Vorteile mit sich. Ich verlinke euch da nochmal was in der Videobeschreibung, guckt da gerne einmal rein. Bevor ich zum Fazit komme, würde ich gerne nochmal ein kleines Zwischenfazit im Punkto Vergleich zur Vorgängerversion ziehen.
Man kann hier sagen, dass die Bedienung und Abmaße in dieser Version auf jeden Fall einen Schritt voraus sind. Die Frittierergebnisse waren meiner Meinung nach mindestens gleich gut. Beim Volumen und der Leistung unterscheiden sich die beiden Geräte auch kaum. Im Endeffekt ist das Gerät mindestens, wenn nicht sogar noch besser als die Vorgängerversion und kostet fast nur die Hälfte. Also für mich wirklich der ideale Kauf im Moment. Kommen wir nochmal nun zu meinem Fazit. Wie einige von euch bereits wissen, habe ich vor kurzer Zeit einen Gesamttest von den besten Fritteusen auf dem Markt auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Diese Version hatte ich jetzt leider nicht mit dabei gehabt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es in die Top 3, wenn nicht sogar in die Top 2 der getesteten Fritteusen drankommen würde. Der Preis ist aktuell unschlagbar und auch die Frittierergebnisse waren wirklich optimal. Die Verarbeitung hat mich hier wirklich umgehauen und war wirklich sehr überraschend für mich, denn ich muss definitiv sagen, die Philips ist hier, was die Verarbeitung angeht, mit einer der besten, wenn nicht sogar die beste Fritteuse, die ich in letzter Zeit testen durfte. Es ist wirklich alles sehr wertig, fühlt sich sehr schön an, sieht super aus, es passt hier wirklich alles, der Garkorb ist so leicht zu entnehmen und fühlt sich super wertig an, lässt sich super leicht wieder reinpacken, also verarbeitungstechnisch kann ich hier nur absolutes Lob aussprechen. Die WLAN-Funktion ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Ergänzung. Da braucht man nicht immer in die Küche laufen, sondern hat das Ganze vom Sofa aus in der Hand. Das Einzige, was vielleicht etwas negativ aufgefallen ist, was ich nicht mal als Kritikpunkt werten würde, wäre, dass die Temperatur und die Zeit abwechselnd angezeigt werden. Aber das ist meiner Meinung nach gar kein Kriterium wert. Dass ich es hier schon überhaupt erwähne, ist eigentlich schon lächerlich. Also, ich habe hier wirklich nichts Negatives gefunden und musste einfach auf sowas zurückgreifen. Also, es ist wirklich unglaublich, was die Philips hier mit der Fritteuse geleistet hat. Falls euch also entscheiden solltet, die heiße Fritteuse zu kaufen, würden wir uns freuen, wenn ihr den Link unten in der Videobeschreibung benutzt. Wir werden nicht gesponsert und müssen daher alles mit eigenem Budget kaufen, um eine eigene, unabhängige Meinung zu garantieren. Daher würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr uns da etwas unterstützen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bei Anregungen, Feedback oder auch Kritik seid ihr herzlich eingeladen, in den Kommentaren etwas reinzuschreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, egal ob positiv oder negativ. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.